So schnell sind wieder zwei Wochen um. Willkommen zurück zu Mario Kart Tour. Und jetzt beginnt sie, die Toursaison London. War Luigi als Taxifahrer? Was soll das sein? Und warum ist Daisy im... Warum hat die ein Geschenk? Als ob das jetzt mit Weihnachten direkt verknüpft wird? Was sind da die... Hä? So, erstmal die Ranglistenergebnisse. Ja, so mäßig, würde ich sagen. So Platz 9 oder was. Wie macht der Zug? Noob, noob. Ja, was soll ich sagen? Nichts mehr. Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Glück, okay? 25.000, nee, da hätte noch viel mehr gehen müssen. Die so weit gekommen sind, die wollen halt auch, ne? Die so weit gekommen sind, die wollen auch Rangliste 20. Ich weiß nicht, wie viele von denen, muss ich immer dazu sagen, dafür auch Geld ausgeben und bessere Kartteile haben dadurch, pipapo. Das weiß ich alles nicht, Freunde. Da halte ich nicht mit. Free to play. Daisy Weihnachten geht da. Also es ist wirklich Weihnachts-Daisy? Obwohl wir eine London-Tour haben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Weihnachts-Daisy wirklich will. Wer kommt nächste Woche? Der Waluigi, der ist mir lieber, glaube ich. Ich werde jetzt aus Nettigkeit eine Röhre zünden, okay? Aus Nettigkeit aber auch nur. Weil ich brauche die, ich will die nicht. Das ist das Ergebnis. So, wir gucken mal in den Shop. Haben wir das hier? Jo, wir haben alles hier, ne? Brauchen wir alles nicht. Den? Ja. Selbst hier brauche ich mir nichts kaufen. So, dann bin ich gespannt, ob die... Was ist das denn? Roter Cooper Free Running Paket. Was zur Hölle, Mann? Der hat ein Cappy auf, wie cool. Damit kriegt ihr mich, ne? Weihnachts-Daisy, pfff. Aber ein Cooper mit einer Kappe auf, geil. Tja, was soll ich sagen? Ich hätte mich jetzt natürlich doch gefreut über die. Ich nehme Cooper. Keine guten Karteile hierfür. Naja. Naja. Nein, also die größte Spannung ist jetzt, wie die London-Strecke aussieht. Macht die Spaß? Taugt die was? Ist die optisch schön? Bisschen neblig, wie es in England halt so üblich ist, ne? Und trotzdem immer noch die Weihnachtsbäume. Da ist der Big Ben. Jawohl. Der darf nicht fehlen in London, ne? Weil der momentan ja auch von einem Gerüst umgeben ist. Weil er restauriert wird. Und wer aktuell sich denkt, geil Urlaub in England machen, der braucht nicht damit rechnen, den Big Ben zu sehen, weil der ist halt gerade komplett eingerüstet. Ich weiß nicht, was mit dem Kettenhund los ist. Was haben wir hier? Irgendeine Bridge? Ne, die Golden Gate Bridge ist nicht, die ist in den USA, oder? Ich kenne mich mit Brücken nicht so aus. Interessante Musikwahl auf jeden Fall. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn die London Tour halt mehr als nur eine neue Strecke hat. Vielleicht noch die eine oder andere Retro-Strecke, das wäre sehr formidabel. Überall sind diese Doppeldeckerbusse, ne? Die sind vor allen Dingen in England auch sehr beliebt. Gibt es aber auch hierzulande. Alten, traditionellen Telefonzellen. Schön, schön. Voll gegen's Fass gerast. Alter, der Soundtrack ist ja richtig Banane. Was ist denn los? Geht er voll ab. Das irritiert mich. Wenn ich London sehe und so traditionell und mit Nebel und so, da denke ich immer, da geht's ruhig zu. Bei London denke ich mir immer, ja, ganz chillig, ne? Da gibt es einen 4-Uhr-Tee, Fish and Chips,
Aber irgendwie... Die Musik sagt mir was anderes. Ja, das hat der Taxi-Luigi, ich weiß nicht, was der denn genau darstellen soll. Der war Luigi natürlich, der hat mich echt mal... Der hat mich abgenatzt, Freunde. Der hat mich richtig kalt gemacht. Marius Piste 2. Marius Piste 2? Ja doch, natürlich, die haben wir schon die ganze Zeit. Warum war ich am Grübeln? Hier sehen die Kartteile um einiges besser aus. Hat aber eben auch für die 5 Sterne gereicht, Gott sei Dank. Okay, also die Weihnachtsbäume werden wir so schnell nicht los. Verstehe, verstehe, verstehe. Macht Sinn. Bumbatzbum. Also gibt es quasi auch mehrere Touren. Ne? Es wird bestimmt wieder eine London-Tour geben im Laufe des Jahres 2020 ohne Weihnachtsbäumchen. Das ist interesting. Wir behalten das im Auge, Freunde der Nacht. Mal sehen. Ich glaube jetzt auch erst im zweiten Cup heute, wenn überhaupt, an eine noch nicht in Mario Kart Tour gesehene Strecke. Aber wenn das wieder ausbleiben sollte, dann bin ich langsam ein bisschen enttäuscht. Na, mal gucken. Ne? Den Tag nicht vor dem Abend loben oder verfluchen. Das Fell des Bären nicht verteilen, bevor man den Bär nicht erlegt hat. Röhre getroffen, das schade. No! Lass das! Das war Marius Piste 2, Leute. Mit Rosalina. Ich erzähle euch eine coole Geschichte. Und zwar nehme ich ja von meinem iPad auf. Nicht direkt mit einem Programm oder so vom iPad, sondern einfach habe ich einen Adapter. Den gibt es von Apple extra. Und zwar, der geht rein in den Stromanschluss, wo ihr das iPad auch ladet. Ist auch dasselbe Anschluss wie von einem iPhone beispielsweise. Und dann ist nur so ein 5 cm langes Kabel dran, bis dann so ein Adapter kommt, wo ein HDMI-Anschluss reinpasst. Und wieder ein Ladekabel. Also, ihr könnt trotzdem noch laden. Mache ich jetzt in der Situation nicht. Daisy Hausen als nächstes. Coole Sache. Ah, ein Daisy. Aber ein HDMI passt auch rein. Und mit einem HDMI-Kabel kann ich dann schön gepflegter meine Elgato. So mache ich das. So habe ich mir das 2015 bei Mario Run eingerichtet. Dabei bleiben wir. Aber was ich sagen wollte, dieses 5 cm lange Kabel, ja, das an dem einen Ende ein iPhone-Lade-Ding hat. Ihr wisst, das sind diese, ja, nicht wie USB, sondern man sieht direkt diese Kontakte. Und am anderen Ende eben so eine Buchse für so ein Ladeding hat und eine Buchse für einen HDMI-Anschluss. Das Kabel, ja. Habe ich vorhin in der Waschmaschine gefunden. Das hätte ja hin und wieder auch mal Macken gemacht, ne? Es gab ja ein, zwei Mal, ich glaube im Let's-Test zu Dr. Mario World, habt ihr es auch gesehen. Ja. Wackelkontakt. Deswegen, ich mir dachte, dann machst du mal gründlich sauber. Nein, Spaß. Ich habe keine Ahnung, warum das da drin gelandet ist, ob ich es in irgendeiner Hose oder so noch drin hatte. Wie sollte ich das tun, ne, ist die Frage. Da sollst du glauben, dass die Technik so, wie soll ich sagen, dass die Technik das nicht aushält, ja, oder Probleme damit hat. Aber eine Stunde später lege ich hier jetzt Mario Kart Tour ein und spiel fröhlich. Also mal frisch gewaschen zu werden, hat diesem Adapterkabel auch keinen Abbruch getan. Ja.
Schlechte Platzierung, aber die guten K-Teile holen es wieder raus. Ich höre mich immer noch grausam an, das tut mir echt leid, ne? Aber wenn ich nicht aufnehme, kommen keine Videos. Wird bald wieder besser, keine Bange. Was denn jetzt? Ich habe jetzt ein paar Mario Maker Parts aufgenommen und mach diesen und wahrscheinlich den nächsten Mario Kart Tour Part in dieser Aufnahmesession. Ihr seht es am T-Shirt dann. Stimme kackt mal manchmal ab, aber alles tutti frutti. Hätte auch sagen können, ich mache einen Part ohne zu reden. Ja, aber ich kann ja reden. Ist halt blöd, ne? Ich brauche nur meine Stimme quasi und ich kriege immer meine Stimme abgenommen. Aber ich glaub, das haben auch Synchronsprecher immer dieses Phänomen. Dass du halt immer nur Probleme hast mit der Stimme. Du brauchst ja nur die Stimme. Whatever. So, dürfen wir ja nochmal ein Zeitrennen hinlegen. Wunderbärchen. Scheiß auf die Münzen. Nimm die Kurven schnittig. Ja, wo man die Pilze am besten einsetzt, das habt ihr ganz klar gesehen. Ich schätze, da gibt es keine zwei Meinungen. In erster Linie freu ich mich für Mehmet, Digga. So sieht's aus. In erster Linie freue ich mich von mir. Wir sind ja eigentlich immer sehr... Wie sagt man? Großzügig mit den Time Limits. Das ist nicht das Wort, was ich suche. Wenn zum Beispiel geblitzt wurdet und dann gibt es Abzüge nach... 23 Pillepalle. Toleranz. Wir sind immer sehr tolerant, wenn du hier was die Zeiten angeht. Aber easy peasy, würde ich sagen. Weiter geht's im Bowser Junior Cup. Cooper Kruschstadt Fieber. Boah, fast perfekte Kartteile. Das kriegen wir geschaukelt. Kulanz, Digga. Kulanz. Hier regnet's, Freundchen, hier regnet's. Aber mal im Ernst, auch ihr, die ihr gerne bei Mario Kart Tour einschaltet, abgesehen von der London-Strecke, haben wir jetzt auch nicht viel Neues bisher gesehen. Wenn die wirklich nichts mehr Neues reinpacken, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das denkt, weil irgendwann finde ich das Let's Play dann halt leider auch ein bisschen ausgelutscht. Oder das Spiel an sich, ne, weil... Da reicht ja dann immer ein Part. Ich brauch ja nicht mal Röhren zünden, weil du bekommst halt nur kaum irgendwas Besonderes, ja. Ich sag ja immer, wir behalten es im Auge. Ich behalte es jetzt aber schon eine Weile im Auge und es ist keine Besserung aufgetreten. Will jetzt nicht kritisch sein. Macht ja auch immer noch Spaß, gemessen an Handyspiel vor allen Dingen. Natürlich, natürlich. Mit dem blauen Panzer geskippt irgendwie, wenigstens. Ich dachte, ich krieg doppelt auf die Nuss. Oh man, der Bowser-Panzer geht nur nach vorne, der geht nicht nach hinten. Geht nicht. Okay, okay. Ich bin halt gespannt, wie viele Touren die noch im Petto haben. Das ist eine sehr gute Frage. Weiß es irgendjemand? Das hat Nintendo nie verraten, oder? Wie viele Touren die haben. Offensichtlich ist halt nur noch die Ägypten-Tour. Ja, das wär's soweit. Sonst wären alle offensichtlichen Touren abgehakt. Dann können wir... Ah, selbst das Vervollständigen hätte ich keinen Bock mehr. Selbst wenn jetzt irgendwann nochmal ein Paris-Tour kommt und die ganzen verbleibenden Cups spielen, habe ich eigentlich keinen Nerv, weil es wiederholt sich alles 10.000-fach. Das ist keine Kritik. Das ist aber eine Feststellung, eine Tatsache. Ach, wir bleiben dran, Freunde. Wir bleiben dran.
Oshinsky, bitte fahren Sie Mario Kart Tour. Ey, am spannendsten finde ich auch noch die X-Strecken. Warum sind die gerade nicht da? Gebirgspfad X oder sowas. Nee, ja, das ist normaler Käse hier. Yoshi-Eye-Party, die hat man auch nicht alle Tage. Krass. Kann ich die Serie halten? Jawohl. Schade, dass ich das nicht mehr mitbekommen habe. Das war's. Egal. Trotzdem schon eine reife Leistung. Party sei Dank. Naja, ich würde es im Auge behalten, auch wie euer Interesse ist und so. Man guckt ja immer noch. Man spickt ja immer noch, ne, was die neue Tour zu bieten hat. Das ist halt nicht mehr so extrem viel. Das ist ein bisschen der Punkt. Ich werde dann auch überhaupt überlegen, ob ich jetzt direkt den zweiten Part hinterher aufnehme. Zum Beispiel wie ein Stück Kuchenkrümel anhöre, ja. Ah, meine Stimme ist gerade noch nicht sehr belastbar. Und wenn sich das eh nicht rentiert, wenn sich das eh nicht lohnt, dann können wir mit der Produktion von Mario Kart Tour Parts leider noch ein Stück runtergehen. Ja, dass jede Woche ein Part kommt, ne? Das heißt, zu jeder Tour zwei Parts. Weil jetzt, ich würde auch keine, wie gesagt, diese Weihnachts-Daisy will ich nicht. Diesen Waluigi finde ich besser. Wenn überhaupt. Serie, geile Sache. Das ist doch anständig. 9128. Das ist doch anständig. Ja, die Sache ist halt nur, dass es endlos geht. Das stört mich irgendwie langsam schon. Ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Gerne wirklich in die Kommis. Aber man muss auch bedenken, dass jetzt nur die Leute das gehört haben, die sich noch für Mario Kart Tour interessieren, ne? Die, die gesagt haben, boah, das juckt mich nicht mehr, die sind eh schon, die hören nicht mehr, was ich hier rede. Geistertal 1 rückwärts, machen wir das. Auch hier diese Tourmissionen und so. Gut, die Standardmissionen bleiben. Die bleiben. Dass man die vervollständigt, das wäre eine geile Sache. Was fehlt denn dazu? Was fehlt denn dazu noch? Level 3. Ein Schnellticket. Was? Na gut, wenn ich das vollständig habe, dann werde ich auch das Schnellticket einsetzen. Spieler Level 20, ich bin dabei. Die meinen das hier. Was? Wie nicht verfügbar? Ich meine das hier. Gut, Geisterteil 1 rückwärts. Oh, schlechte Kartteile. Schlechte Kartteile. Ist ja gar nichts los jetzt. Nee, da krieg ich keine volle Punktzahl. Ich schwör's. Wie so ein Assi ohne Glas, ne? Ich habe aber gerade keins. Ich brauche dringend was für meinen Hals. Ist aber witzig, die Weihnachtsbäumchen im Geistertal zu sehen. Komm, Speed! Junge, Junge, Junge. Oh, das ist ja gar nichts, wenn du auch keine Münzen einsammelst, ne? Wie mich da Punkte kriegen. Gar nicht klar, was du da machst, Toad. Ja, das ist, bin ich auch gar nicht so. Das lassen wir ganz... Nee, nee, nee. Übel. Bei deinem Text. Da geht nicht viel, ne? Aber ein bisschen, also ein kleines bisschen, muss man ja mal...
Wenn ich nicht weiterspiele, komme ich auch nicht mal zu den Cups hin, ne? Den Ranglisten-Cup. Das ist eine blöde Sache. Ach, da kann man fliegen. Ach ja, moin. Direkt nochmal. Also wenn die wirklich keine neuen Strecken haben, dann würde ich sogar das komplett offline machen, weil das hat ja sonst keinen Zweck. Wenigstens, ja. Hat jemand getroffen? Leider nicht. Kette kaputt. Egal. Ich behalte das mal lieber ein Sekündchen. Ja, besser war, ne? Aber jemand ist schneller. Das ist voll übel. Hast du mal die Münzen da? Was soll denn das? König Buhu, nur weil du hier zu Hause bist quasi. Oh, yay. Also viel mehr Punkte krieg ich trotzdem nicht hin. Das ist übel. Das reicht nicht für alles. Bald mir im Auge. Bald mir im Auge. Alles schon maximiert. Ist hinzukriegen, aber ich habe jetzt echt keinen Nerv. Ja, was soll ich sagen? Die Luft ist raus bei Mario Kart Tour. Trotz einer neuen Toursaison bin ich hier voll, weil du hast nur einmal kurz die Strecke gehabt. Theoretisch könntest du zwei blöde neue Fahrer bekommen. Es ist echt sehr low geworden. Sehr low. Ich gebe mich oft auch mal mit ein bisschen weniger zufrieden, aber... Naja. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Ich muss nur das mal ein bisschen anders betrachten. So, hier, beide kann ich ja nicht mitnehmen. Wer ist denn hier mit? Bringt das mehr? Ich glaube nicht. Gleich viel. Treppen noch ein bisschen mitnehmen, jawohl. Ja, da habe ich mir jetzt auch nichts vorzuwerfen. Außer, dass ich den Gumma am Ende versaut habe. Braucht man 20? Braucht man 20? Es wird spannend. Ich sag ja. Ne, 15. 15 hätten schon gereicht. Dafür gibt's ein Geschenk. Ihr Lieben, dafür gibt's ein Geschenk. Cool. Achso, bald gibt's ja auch... Haben die nicht gesagt, im Dezember gibt's dann auch den Multiplayer? Gegen echte Fahrer? Haben sie es nicht gesagt? Das wäre noch eine interessante Sache, ne? Oh, warum so schlecht, Leute? Den würde ich auf jeden Fall probieren. Also ich werde den nächsten Part jetzt nicht sofort aufnehmen. Mal gucken, wie es läuft, ne? Ihr wisst ja, der nächste Part kommt. Und dann sehen wir weiter. Momentan haben wir andere Sachen auf der Prioritätsliste. Aber danke fürs Dabeisein. Das waren die ersten beiden Cups. Der London-Tour bei Mario Kart Tour. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.